Okay, warte mal, Moment. Ist hier irgendwo ein... Ah ja, hier ist die Hauptmission. Die Hauptmission, sag ich schon, die Nebenmission. Komm schon. Herkern. Sehr schön. Macht ihr die jetzt alle platt für mich? Das würde ich nämlich ganz cool finden. Ui. Und das war's auch schon. Kurzer Auftritt gewesen, aber ich habe ein neues Video freigeschaltet und sollte jetzt gucken, dass ich meinen Arsch hier wegkriege. Ich glaube nämlich, das hat den Viechern überhaupt nicht gefallen, was ich hier veranstaltet habe. Aber war doch immer nicht schlecht, einen großen Freund auf unserer Seite zu haben. Der Zugang ist unter Turm 1 Bravo. Wir treffen uns dort. Du musst da nicht mehr rein, Michael. Ich kann die Anzugmulde von hier bedienen. Ich komm klar. Prophet macht mir mehr Sorgen. Warum? Mir geht's bestens. Ich finde nur gerade wieder nicht den Weg, wo ich hin muss. Ansonsten geht's mir gut. Aber dass ich nicht weiß, wo ich hin muss, das ist nicht das erste Mal. Das hier passiert regelmäßig. Na, machen wir mal auf hier. Lass mich... Hey! Lass mich durch hier! Hey! Danke. Na, hier bin ich schon durch. Kann er die Tür hier aufmachen? Aha, ich hab mich verlaufen. Mal wieder. Alter! Oh, hier bin ich richtig. Oh shit. Oh, what the fuck? Shit, was war... Was war das? Oh nein, das ist nicht gut. Nein! Hey! Brave Mine. Okay. Prophet wechselt die Waffe. Ah. Geh weg, du blödes Seth-Ding. Du verrätst allen meine Position. So wie jetzt. Ah. Aus dem Weg hier. Ah, shit. Ja, ihr seid nicht schlecht. Ihr seid nicht schlecht, aber ich bin auch nicht schlecht, Leute. Ich krieg das schon hier irgendwie hin. Ah, die haben echt keine schlechten Waffen. Oh, das war jetzt eine scheiß Idee. So vorzurennen. Ja, Gesundheit kritisch. Fuck. Shoot. Das war nicht meine Absicht. So, hier ist noch so ein Vieh. Wenn es mich einmal gesehen hat, kann ich es anscheinend nicht mehr hacken. Kann ich dich hauen? Ah, ja, hier, auf die 12. Au. Das war jetzt keine gute Idee. Oh, hi. Hi, hallo. Geh weg, du Sitter! Okay, Prophet, komm schon, hol dich. Shit, wir sollten vielleicht doch versuchen, so von weitem erstmal Platz zu machen. Die meisten zumindest.
So, rüber weg. Okay, der nächste bitte. Ja. Komm schon. Und das war ein... Ja, okay, gut. Das war noch ein Treffer, sehr schön. Dann probieren wir nämlich das jetzt erstmal so. Auch das war ein Treffer. Und ebenfalls das. Prophet, du musst die Brücke absenken, um auf den Laufgang zu kommen. Ich schick den Lift runter, wenn du soweit bist. Aha. Ist okay. Mach. Mach, was du möchtest. Ich bin hier eigentlich noch ganz gut beschäftigt. Also es könnte ein bisschen länger dauern. Aber ist okay. Wow, das war knapp. Ah, das sind da noch mehr. Wo kommt ihr alle her? Mal ganz kurz anmerken. Ah, komm, voll um. Sehr schön. Oh, hi. Und du auch noch. Das ist keine gute Idee. Ich stehe genau in der Ecke. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit gerade. Das ist eine total beschissene Position, die ich mir jetzt hier ausgesucht habe. Ah, daneben. Wegen dem Pfeil verschwindet. Noch ein Pfeil verschwendet, Mann. Scheiße, der hat mich gesehen. Ah, verdammt. Konzentration. Au. So, Tschüssikowski. Und du natürlich auch noch. Das möchte ich ja nicht vergessen. Puh, okay, es ist noch gut gegangen, aber es hätte auch böse enden können. Da hatte ich jetzt nochmal Schwein gehabt. Puh, okay. So weit, so gut, würde ich mal sagen. Das läuft doch noch ordnungsgemäß ab. Und hier vorne müssen wir rein. Ja, wie gesagt, lass dir Zeit. Ist ja nicht so, als ob wir es eilig hätten und 5000 Gegner hier wären oder so. Das ist ja alles... alles easy hier. Mal gucken. Nano-Katalysator. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch ein Upgrade. Das würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen. Komme ich denn dahin? Dahin? Gegnern? Oder sind die draußen? Ich kann jetzt leider nicht. Ja, die sind draußen. Ne, die sind. Doch, die sind draußen. Verstanden. So, damit du mal hier die Klappe hältst. Oh, ey, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Da hinten. Muss ja einmal rumlaufen, um hier wieder hinzukommen. Ah, aber bis jetzt... Wupse. Bis jetzt funktioniert das noch ganz gut, würde ich mal sagen. Kommt er nicht? Hallo?
doch nichts. Wieso? Kann er da nicht drüber? Hä? Ich bin leicht verwirrt. Bin ich immer, das ist jetzt nichts Neues, ne, aber. Okay, Moment, wartet. So, ich bin hier hoch. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ringel, Reihe, toll. Ah, nun? Wie komme ich hier runter? Mal ein bisschen so. Machen wir so, ich denke zwar nicht, dass das so geplant war, aber wir machen das jetzt einfach. Wir machen uns hier einfach einen Weg. Hier gibt es wieder ein paar Informationen. Ich brauche etwas Action. Pass auf, was du da sagst. Er hat recht, wir wurden nicht ausgebildet, um ein Gebäude zu sichern. Regt euch ab! Eine Menge Leute würden für diesen Job töten. Wie wär's, wenn ich dich töte, um ihn loszuwerden? Was zum Vorsicht! Ihr Schweine habt mich durch die Hölle geschickt. Jetzt seid ihr dran. Ach ja? Und was hast du vor? Ich versetz dich, Mann. In die Hölle. Bitte was? Okay, das war ja überhaupt nicht krank oder so. Das ist ja alles voll normal, was er da gerade gemacht hat. Moment, warte, wo ist dieses Upgrade? Das muss doch hier draußen irgendwo sein. Jo, hier ist es. Das nehme ich doch mit. Und dann geht es ab zu Psycho. Überlässt du das Kämpfen eigentlich immer mir? Hör zu. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gerne du wäre. Selbst mit dieser ganzen Hardware, Wetware, Seth-Mutanten-Scheiße unter deiner Haut. Ich würde sofort mit dir tauschen. Komm schon. Okay, funktionierende Nanosuit-Mulde finden. Das mache ich doch gerne. Wenn der mir jemals nicht im Weg stehen würde. Oh Mann. Das sieht nicht gut aus hier. Gibt's wieder Infos? Ah, die sind weiter unten. Aber einen haben wir anscheinend so bekommen, als wir hier den Kontrollpunkt erreicht haben. Oh shit. Das sieht vielversprechend aus. Halt, Moment. Ist hier noch ein? Ne, hier ist keiner. Geh schon mal hier. Cell hat mich hier monatelang eingesperrt. Ich wusste nie, wie weit sie diese Scheiße treiben würden. Ich denke mal, jetzt weißt du's. War hier irgendwas? Ne. Okay. Gucken wir mal weiter. Hier würde es weitergehen. Und hier auch. Ja, hier kann ich schwimmen. Aha. Rede weiter, ich wollte mich nur kurz umgucken. Ich höre dich. Aber trotzdem. So, hier haben wir jetzt. Wow. Sorry, Alter. Ich knall dich mal kurz ab. Ist das Beste für dich, natürlich. Warum nicht? Das geht natürlich auch. So, dann ist hier hinten ist noch einer. Da komme ich aber, glaube ich, so nicht hin, ne? Ne, ich glaube, da müssen wir außen rum.
So, hier haben wir noch was. Na? Nimmst du es mit? Jawohl. Noch eine Kleinigkeit zum Lesen. Und was gibt es noch Schönes hier? Wow. Und cool. Jetzt schieb ich mal nicht weiter. Ich will mir das hier angucken. Mein Gott, ich weiß, wir haben Stress und wir müssen uns beeilen. Aber ich darf mich doch hier trotzdem ein bisschen umgucken, oder? Schiebt er mich einfach grundsätzlich hier immer weiter? Also entweder schafft es nicht, seinen Arsch zu bewegen, oder er ist total langsam. Hier haben wir nichts mehr. Ja, mir gefällt diese Ruhe auch nicht. Hier ist ein Upgrade, da will ich rein. Wie komme ich da rein? Ah, so ein bisschen. Die Tür ist uns doch immer offen. Sehr schön. Und hier haben wir noch ein paar Daten. Und auch hier scrolle ich nochmal nach unten. War jetzt auch nicht so extrem lang. Dann kann es weitergehen. Ja, hier. Oder auch nicht. Doch, jetzt halt. Was jetzt? Ihr verdammten Cellbastarde! Das werdet ihr büßen! Ihr Bastarde! Wo zum Teufel seid ihr? Psycho? Wenn ich den Cellbastard finde, der das getan hat, bringe ich ihn um. Komm schon. Das war's. Claire, mach die Tür auf. Warte. Geht's dir gut? Ja. Geht's? Ja, halbwegs. Kalibriere Sensorsteuerung. Es dauert noch etwas. Kompensiere. Sind drin. Erfasst. Setz dich, Kumpel. Wir müssen ganz sicher gehen. Wenn wir den Anzug entriegeln, müssen wir den Nanitenstrom umleiten. Wenn er jetzt schon Self-Pack in sich hat, nicht auszudenken, was dann passiert. Bist du sicher, du kriegst das hin, Boss? Tu es. Ich aktiviere die Gedächtniswiederherstellung. Filter. Es hat immer einen Sinn. Wir haben ihr Wesen grundlegend verändert. Aber angesichts eines Feindes mit einer so starken militärischen Qualität, wir mussten wie sie werden. Wir haben ihre Dopaminrezeptoren blockiert, um ihren Verstand zu schützen. Ohne sie würde der Schwarmverstand sie vernichten. Okay, holen wir ihn raus. Die Dopaminblocker sind weg. Ich registriere kritische neurologische Veränderungen. Er müsste jetzt eine saubere Verbindung mit den Seth herstellen können. Was ist das? Michael, tu das nicht. Nein! Warum nicht? Es wäre nicht gut. Aktion ab. Danach ist der Nanosuit vollständig entfernt. Subjekt 8A, Sergeant Michael Sykes,
funktioniert noch immer nahezu optimal. Allerdings ist ein beschleunigter Verfall zu erwarten. Du hast mir das angetan. Michael, bitte hör mir zu. Du bist der Grund, warum ich... Ich bekämpfe Sal wegen dir, weil... Das mit uns deshalb? Oder hast du nur so getan? Deswegen? Weil du dich verdammt nochmal schuldig fühlst? Ich hatte keine Wahl, Michael. Das Sal-Programm, wir hatten Schulden. Du weißt, wie das läuft. Ich musste das tun. Mit all diesen Leuten. Tag für Tag musste ich mir ihre Schreie anhören. Andauernd. Ich weiß, was ich getan habe. Gott, das kannst du mir glauben. Und ich muss für den Rest meines Lebens damit fertig werden. Ich muss mich dem jeden Tag stellen. Michael! Und wenn du dich schlecht fühlst, ist es okay, oder? Wenn es dir ach so leid tut, Claire. Wieso musste ich es so erfahren? Warum hast du es mir nicht einfach gesagt, du Verleugner? Psycho, hör mir zu. Du weißt, wie das läuft. Und dass sie keine Wahl hatte. Sie hat getan, was sie tun musste. Keine Wahl? Sie hat nur getan, was ihr gesagt wurde? Hat nur Befehle befolgt? Was ist denn das für eine Scheiße, Prophet? Aber eines sage ich dir, sie hatte recht, was dich angeht. Du könntest genauso gut eine Scheißmaschine sein, weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Okay, Menschlichkeit war nie deine Stärke, aber Herrgott nochmal, sieh dich an! Wessen Gesicht verbirgt sich heute unter diesem Helm, Prophet? Hast du überhaupt noch ein Gesicht? Wir mussten alle Opfer bringen. Du hattest die Wahl, Mann. Jeder hat die Wahl. Ich hab dir alles gesagt, was du wissen musstest. Erinnerst du dich an die hier? All die Männer, die unter deinem Kommando gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast. Weil du keine Wahl hattest. Genau wie sie. Zeig euch. Mann. Nimm deinen Anzug und führ deine eigenen Kriege. Wie immer. Michael! Warte. Nein, Claire. Er hat recht. Lassen Sie ihn gehen. Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in Sals neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung. Okay, das war jetzt sehr viel Information. Also, ja, Psycho hat erfahren, dass Claire ihm das alles angetan hat, die ganze Hölle, durch die er gehen musste. Prophet hat sich auf die Seite von Claire gestellt. Es ist natürlich dann klar, dass Psycho dann sich gegen beide stellt, ja, aber man muss schon sagen, dass Prophet wirklich viel Menschlichkeit auch verloren hat, weil, ich meine, natürlich, man muss Befehle befolgen und sein Hauptziel, sein wirklich absolutes Hauptziel ist es, diesen Alpha Seth zu besiegen. Und ich denke einfach, dass er daran jetzt momentan einfach viel zu sehr denkt und deswegen auch diese Menschlichkeit auch nicht mehr so zeigt. Und vielleicht auch nicht mehr zeigen kann. Vielleicht ist er wirklich mehr Maschine mittlerweile, als er Mensch ist. Kann man jetzt aber noch nicht genau sagen. Also ich möchte da wirklich auf das Ende abwarten. Momentan ist es wirklich so
kommt mir Prophet auch mehr wie Maschine als Mensch vor. Nicht nur, weil er jetzt so von außen her aussieht wie eine Maschine, wie eine Kampfmaschine, sondern auch, wie er redet, wie er sich verhält. Das ist einfach sehr gefühllos immer, wie er redet. Und ich bin aber gespannt, wie das noch weitergeht. Mache jetzt hier aber erstmal einen Cut und würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission wieder. Bis dahin, ciao!